Die Schweriner Hospizstiftung zog am Donnerstag Bilanz über das Jahr 2015. Zustiftungen und Spenden blieben leider unter dem im Vorjahr erreichten. Das hatte konkrete Gründe. Das Jahr 2015 war nicht unbedingt unser einnahmenstärkstes Jahr. Wir haben kein Konzert durchführen können. Wir haben auch das Volleyballturnier nicht durchführen können, weil unser Hauptunterstützer, der SSC in Schwerin, wirklich Engpässe hatte und die Anmeldung auch nur so schleppend war. Aber 2016 auf ein neues. Wir wollen wieder ein Turnier machen, weil es war einfach viel zu schön und es hat so viel Spaß gemacht. Und 10 und 12 Mannschaften an einem Tag für den guten Zweck Volleyballspielen zu sehen, das macht einfach Spaß. Neben dem Volleyballturnier sind weitere Veranstaltungen geplant, bei denen über die Arbeit der Stiftung informiert werden soll. Ein Konzert mit der Baptistengemeinde Neumühle und die Feier des 5-jährigen Bestehens des Hospiz am Aubach. Dieses konnte sich einen sehr guten Ruf erarbeiten. Der Schweriner Hospizverein bekam von der Hospizstiftung eine Spende in Höhe von 3.000 Euro überreicht. Mit dem Geld soll eine weitere Koordinierungsstelle im Verein geschaffen werden. Insgesamt sei die Begleitung von Sterbenden und deren Angehörigen in Schwerin gut aufgestellt.